Grüße, hallo. Jo, wieder mal in netten kleinen technischen Abgründen, wie man hier schön sieht. Ich im kleinen Fenster hier, neben mir ein kleines, auf die Seite hier, ein kleines Hallo. Bild von Lillian, weil sie sich nicht auf der Kamera irgendwie zeigen möchte, weil Privatsphäre und, naja. Sie ist halb Medusa, deswegen ist es ein bisschen gefährlich, Leute ihr Angesicht zu zeigen, sonst versteinert sie wahrscheinlich alle. Sie ist nicht so sexy, glaube ich. Ja, Dankeschön. als Gorgone hat man Oh. es nicht leicht. Oh, Nee. so wunderschöne Komplimente, herrlich. Ach, ich weiß, danke sehr. Ach. Ah, nee. Der Grund ist da, man sieht es am Hintergrundbild, weil wir uns nichts Besseres leisten können und fuck Copyright. ReZero ist ja endlich abgeschlossen worden. Und Madame Lilly hat vorgeschlagen, dass wir uns heute ganz kurz einmal darüber auslassen, wie die Serie zu Ende geht und über diverse Sachen, die uns vielleicht gefallen oder nicht gefallen haben. Und vor allem, dass ein Haufen Pussykinder wieder mal schon eine Stunde bevor die Season überhaupt geendet hat, also zumindest die letzte Episode ausgestrahlt wurde, schon nach der zweiten Season schreien. Gut, die schreien aber eh schon länger. Die Die steht. schreien schon seit Wissen, dass ich Lass nicht aufhören kann. sie schreien, lass sie schreien. Die Schmerzen sollen sie haben, damit sie so schreien können. Ja, dass sie wenigstens Also, irgendwelche haben. In dem Sinn bin ich hier jetzt nur mehr nebenan. Also, Madame Lillian beginnt aber mit ihren Problemen oder zumindest ihren Ausführungen in Bezug auf die Serie, wie sie jetzt zu Ende gegangen ist. Bitte sehr. Okay. Was mich am meisten gestört hat, war, wie gesagt, einfach die letzten paar Minuten, die 500 Stunden gefühlt waren für mich zum Beispiel, zwischen Subaru und Emilia, von wegen, wie gern sie sich nicht haben und das alles. Zum Beispiel, ja, was ist, wenn sie zwei Sachen an sich nicht mag oder fünf Sachen und er sagt dann 1000 positive Sachen? Wo ich mir denke, wow, bitte. Ja, woher hat er das geklaut von Rem? Oder was weiß ich. Ja, wo ist Rem? Damit fangen wir mal an. Ja, wo ist sie? Ja, irgendwo im Nirgendwo, weil wir kommen ja handgefisstes Klassikmaterial des. Nee, Subaru ist so ein astreiner Held geworden in den letzten Episoden, dass er jetzt halt ja wirklich, ultimativer Held, deswegen bekommt er jetzt Emilia, weil. Er kämpft ja schon so lang für sie. Ja, auf den beschissensten Wegen. Also, so, die Entwicklung von seinem Charakter war ja ganz interessant bis zu einem gewissen Punkt. Und eben hat man dann sehr langsam gemerkt, wie gesagt, die Leute, die jetzt hier wieder herumjammern, zum Beispiel. Oh, aber die Light Novel war besser. Jeder, der was das bis jetzt dann schreibt, also zum Zeitpunkt dieses Videos jetzt gerade, jeder, der so etwas schreibt, ist, glaube ich, Armleuchter beschreibt es nur teilweise. Eine Menge Worte mit A. Arschloch kommt dazu, weil bis jetzt ist keine Übersetzung der Light Novel vorhanden. Es gibt aber teilweise ein paar Sachen, die man in Foren findet, aber Übersetzung gibt es keine. Also kann niemand von großer Klappe aus reden. Oh, ich habe die Light Novel gelesen und das ist besser. Ja, wenn du Japanisch kannst, okay, aber das glaube ich dir nicht. Sagen so viele vor allem, ja, sie werden es jetzt lesen. Ja, wie? Weil sie können ja mit dem Ende nicht leben. Ich, ja. Und wie viele nicht eh Japanisch lernen. Und sie werden das schon irgendwie schaffen. Oh Gott. Ja. Ja. Dann reden sie eben ewig lang, Ja. wie toll sie nicht sind eigentlich, obwohl man nicht einmal weiß, was hat Emilia alles für Subaru jetzt eigentlich wirklich getan. Abgesehen davon, dass sie ihn einmal tatsächlich gerettet hat, ganz am Anfang. Gerettet, meinst du, oder? Entschuldigung, ja. Gerechtet weiß ich nicht ganz genau, aber gerettet auf jeden Fall. Gerettet. Hab mich verschluckt, sorry. So, ja, na, es kam ja komisch rüber. Ich wollte das nicht so im Raum stehen lassen, dass gar Probleme auftauchen. Ja, Mein, so richtig gerettet hat sie ihn sonst eigentlich, fällt mir jetzt gerade nicht ein, nicht wirklich, oder? könnte ich jetzt Ja, nicht sie hat sich sagen. dafür eingesetzt, dass er in die Villa reinkommt. Aber sonst hat er eigentlich ziemlich alles für sie getan. Nach diesen ersten paar Stunden. Ja, wie gesagt, kann man so oder so sehen. Mir geht es eher darum, dass so viele Löcher in der ganzen Handlung jetzt drinnen sind. Es wird so viel aufgebaut. Ich habe vorher schon aufgebaut. Das werden auch andere Leute aufbringen.
Es gibt so viele komische Spuren im Sand, die nirgendwo hinführen. Die auf. Man fühlt sich immer, als würde man Chekhovs Gun zuschauen, okay? Dieser obligatorischen Pistole an der Wand, von der man immer erzählt bekommt, dass sie losgehen wird, und am Ende verschwindet sie aus der Story, ohne irgendwie was getan zu haben. Wow. Ja. Nee, ich denke jetzt gerade, kann man meine Katze hören, weil die hat gerade eine Arien-Einlage geleistet. Ein wenig. Aber es stört nicht. Zumindest mich nicht. Sie hat gerade ihre wilden 5 Minuten, sorry. Keine Ahnung, was es ist, aber momentan ist, sie muss sich bemerkbar machen. Muss sie streicheln? Nein, passt schon. Keine Ahnung. Ja. Nee, einer meiner Freunde hat zum Beispiel gemeint, dass was ihn am meisten gestört hat, war ganz zum Schluss, eben bevor der Titel und das alles kommt, dass Subaru eben lächelt und seinen Mundwinkel eben raufzieht und dann ansetzt und irgendwas sagt. Das ist ein Klassiker eigentlich. Das machen sie bei so vielen Endungen. Diese stumme Kompliment, glaube ich, nennt man das sogar in einigen Bereichen sogar. Es sind diese Sachen, die ungesprochenen Worte. Es ist einfach diese Blechdosen. Moment, ganz kurz. Ja, ich muss Plastikkugeln für die Katze schießen, damit sie was zu spielen hat. Ja, ich habe einen Luftdruckrevolver. Und nein, ich schieße nicht auf die Katze, aber die Katze braucht Beschäftigung. Und ich habe mir gedacht, okay, die Kugeln, mit denen spült sie wenigstens ein bisschen. Wirkt seltsam, ist aber so. Hey, ich muss nicht vom Tisch aufstehen. Und Mist macht das Vieh sowieso, also. Ne? Dann funktioniert sowieso. Ja, auf jeden Fall. Nee, also abgesehen davon, dass das Ende ziemlich unterwältigend war und darüber, brüskiert sich ja die Internet-Community momentan gewaltig. Weil, warum nicht so ein Ende? Das Ende ist das existiert. Das haben sie für die Serie jetzt geschrieben einmal und das damit ist jetzt einmal so. Damit sind sie vorübergehend all zufrieden. Sowohl die Zeichner anscheinend auch als die Anime-Leute. Ja, aber nicht die Zuschauer. Ja, gut. Wie viele Anime gibt es, wo die Zuschauer mit dem Ende nicht zufrieden sind? Ja, seit den 90ern keine mehr. Also ja, weil die Kinder gern jammern, das ist leider so. Nee, aber wie gesagt, Race Zero, ansonsten muss ich sagen, hat mir die Serie gut gefallen als Ganzes. Nur halt eben, ich war mir von vornherein schon fast klar, dass das Ende mehr oder weniger mau wird, wenn überhaupt. Weil du hast gemerkt, wie sie am Ende immer mehr die aufs Gas treten und ja, wir müssen das raushauen und die Storyline mit Wilhelm, die muss auch noch rein mit dem legendären Schwertmeister. Ja, yeah, das muss auch noch drinnen sein. Oh. Vor allem mit der legendäreren. Ja, Schwertmeister eigentlich. Ja, ja, und natürlich lassen sie offen, dass natürlich wer das Kind ist, obwohl ich das letzten paar Videos eh schon mal aufgebracht habe. Ah. Ich habe den Namen vergessen. Rote Haare. Mist. Rote Haare? Ich hab seinen Namen vergessen. Vom Anfang der Serie dabei ist Kerze Leibgarde. Hat Zuber in der dritten Episode auch mal gerettet, weil er. Meinst du den Reinhard? Reinhard, genau. Ja, ist das Kind. Ja, und alle so, wow, alle so durchgeflippt. Schaut euch einfach die Namen und die Bilder an. Du erkennst sowieso, dass Reinhard genauso wie sie ausschaut. Gleiche Haarfarbe, Gesicht auch, was willst du? Nee, aber. Und das ist auch so eins, wozu dient das jetzt gerade? Hat das irgendeinen relevanten Sinn, warum du das hier aufbringst? Was soll das mit diesen ganzen Spielen? Es sind so viele wirklich Enden, die nirgendwo hinführen. So, also warum? Was ist mit ihr passiert damals? Das sind so viele Fragen, die einfach offen gelassen werden, anscheinend da, um einfach nur den Zuschauer zu beschäftigen, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, vielleicht ist es eine pure Absicht gewesen, dass die Leute einfach sich ihre Szenarien selber zusammenstellen müssen. Dann kriegen sie vielleicht zum Schluss die besten herausmachende Second Season. Ne, wieso? Es gibt ja schon genug nächstes Material dazu. Sie haben sie schon den vierten Arc in der Arbeit, soweit ich verstanden habe, für die,
für Light Novel zumindest. Also es, Ja, die habe ich Story auch ist, vorher gelesen. die Story geht ja noch viel, viel weiter, das ist es ja nicht gerade. Nur halt eben, man Ist auch merkt. viel weniger oft Orben im Anime anscheinend als im Manga. Was? Also in der Novel. Was? Er dürfte in der Light Novel über 20 Mal gestorben sein und im Manga dürfte er, im Anime dürfte er 7 Mal oder so gestorben sein. Nein, es war öfter. Ich habe es jetzt nicht genau mitzählt, aber das nee, war er das, war was ich jetzt definitiv öfter letztens irgendwo zwar, aber. gehabt. Nee, ganz einfach nur. Es ist die Grundlage. Ja, für eine Anime-Adaption musst du Sachen herunterdividieren. Du musst den Inhalt ein bisschen glätten. Du musst ihn anpassen an ein anderes Medium. Das ist schon klar. Damit haben die meisten Leute Probleme. Weil da kommt man dieser kluge Satz der Vollidioten. Der Manga war besser. Wer solche Kommentare reißt irgendwo, der beweist einfach, dass er von nichts eine Ahnung hat. Dass er man versteht, was er anschaut. Das sind Kommentare, die kleine Kinder machen. So, man, ich bin schon groß. Und deswegen weiß ich alles besser. Ja, das ist einfach einer von diesen Klugscheißer-Kommentaren, diese Typen, die ihre extra Mocha Latte Chinos bei Starbucks mit extra, was nicht, Sojamilch. Ja, und Fedora auf und Schal im höchsten Sommer, Hornbrille und mehr Bart als unser, ja, noch ungepflegt, aber können nicht einmal den Reifen wechseln. Weil, was die Hipster bei genau auf dem Level sind, dass diese Leute, ich muss mir wichtig machen, weil Armseligkeit des Internets, aber das ist ja nebenbei. Auf jeden Fall, bei der ganzen Serie muss ich sagen, es gibt zu viele, wie gesagt, lose Enden, erstens einmal. Zweitens einmal, du wirst auf so viele Sachen hingewiesen, wo du sagen kannst, okay, was, wie gesagt, das war eben auch das Ganze mit Reinhard zum Beispiel. Okay, was bringt mir das? Es wird nie aufgebracht. Wie gesagt, der ganze Inhalt mit Wilhelm zum Beispiel und dem Schwertmeister zum Beispiel ist ein netter Side-Teil, aber okay. Was genau. Es fühlt sich einfach so an, als würdest du mehrere Storys zugleich zuschauen oder zuhören. Und keine hat irgendwas miteinander zu tun, aber sie sind einfach da, um Lücken zu füllen. So, hab's ja keine eigene fertige Story, dass die so viel Lückenfüllermaterial rein, also so richtig Füllermaterial reinstopfen müsst, einfach nur, um Zeit zu schinden, dass sie 26 Episoden, oder 25 Episoden in dem Fall, voll bekommt? Dann die ganzen Erwähnungen von Subaru, das ist eine Mädchen, an das er sich nicht erinnert, ganz am Anfang, wo er sich alle Kinder im Dorf gemerkt hat, und das eine Mädchen, das er sich nicht erinnert anscheinend. Was ist mit dem? Keine Ahnung, wird aufgebracht, aber nie wirklich eine Relation dazu gebracht. Die ganze Geschichte rund um Puck zum Beispiel. Ja, über, gut. Da gibt's, das sind alles so, das, was ich am Anfang gesagt habe, hey, das ist gut gemacht, weil du mehr oder weniger siehst bei jeder Episode, wenn er stirbt, quasi ein Story-Ende. Und dann fangst du ja von vorne an, in dem Ding, dass sie da wirklich ein Ende liefern, zum Beispiel. Wo zum Beispiel, wo sollte das irgendwie ein dramatisches Ereignis sein, dass da haben wir alle drauf, wow, das riesige Wolfsding ist eigentlich die reale, die echte Form von Puck, wenn er wirklich hochgepowert ist. Also das haben alle, im ersten Mal, wo sie den Schatten gesehen haben, haben sie das schon gewusst. Also sollte das irgendwie ein Schockmoment sein? Weiß nicht, ich habe mich eigentlich gefreut, dass man ihn so sieht. Na schon, schon! Dann weggefroren ist, habe ich mir gedacht, verdammt, das heißt, er stirbt jetzt wieder, jetzt sieht man Puck nicht mehr awesome, mega toll. Ja, aber halt aber eben. Und einer von den größten Inhaltslöcher ist ja, glaube ich, dieser Anführer der Hexenkult-Sekte zum Beispiel, dieser Beetlejuice-Typ da. Ja. Ist ja Roman Conti. Ja. Ja, man, erst einmal, mir hat der Typ saugut gefallen, ehrlich mal, okay? Er war geil, er war ehrlich, das ist eine Performance, die in real normalerweise nur ein, zwei Leute, die ich in meinem Leben gesehen habe, spielen könnten. Und einer davon wäre Klaus Kinski. Okay. Weil einfach so, ja, entweder er oder, was war es jetzt? Das ist mir wieder runtergefallen. Mein Name ist Gedächtnis, ein Horror. Stephen King, wer hat S gespielt?
Ich liebe den Schauspieler und ihm fällt mir der Name wieder nicht ein. Was soll das? Wow, das ist peinlich jetzt gerade. Das ist ein echtes Problem bei mir. Das ist mir darum, warum ich mir eigentlich Cue-Karten für sowas zulegen sollte, weil die. Oh. Kannst du im Internet nachschauen. Ja, muss ich. Ohne Scheiß. Ich muss diesen Namen. Unglaublich. Es ist, der Name ist da im Kopf, aber ich finde ihn nicht. Einer der Dinge, die mich an ihm auch irrsinnig interessiert haben und fand ich super umgesetzt, ist, wenn er etwas nicht versteht, das an seinen Fingernägeln so Wieso? Nein, extrem nein, 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 herumbaut. nein, 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 kopiert er sich. Das ist seine Art, sich zu kopieren auf andere Leute. Deswegen, er kann sich nur bestimmte Male auf andere Leute kopieren und das ist so viele wie Finger wie er hat. Okay, das dürfte ich irgendwie überspielt haben. Ja. Verdammt. Gut, das ist wahrscheinlich auch eine Serie der fallenden Sachen beim zweiten Mal schauen, wahrscheinlich auch wieder mehr Ah, Tim auf. Curry, meine Güte, was ist mit mir los, hä? Ah, okay. Tim Curry könnte den super spielen, irgendwie, finde ich. Oder Jim Carrey. So wie er den Grinch gespielt Ja. hat? Ja, ich weiß schon, das funktioniert. Grün Ja. funktioniert ja. Ja, ist eigentlich wieder netterweise wurscht. Nee, aber wow, das mit Tim Curry aus dem Kopf rausfällt. Das ist kein Ding so quasi, oh, er will sich nichts merken. Sachen fallen mir aus dem Kopf. Das ist, glaube ich, schon früher Ansätze der Demenz, glaube ich, schon langsam. Ich hab mit früh zu früh angefangen, mein Hirn mit Mist zu füllen. Aber wie gesagt, um auf die Serie zurückzukommen. Eine Menge Leute immer und dann jammern ja, oh, und wann kommt die Second Season? Sag ich, etwas, was ich, glaube ich, schon drei, vier Episoden vorher, dass die nur auf eine Second Season hinausarbeiten. Das ist leider so. Da haben wir, Unglaublich. glaube ich, eh damals schon geredet, wie ich das letzte Mal beim Podcast mitgetan habe. Ja. Yep. Haben wir da geredet? War das nicht eh wegen der Summer Season? Glaube ja. Da haben wir das, oh ja, da hast du es da schon erwähnt. Hey. Ja, nee, aber auf jeden Fall. Du merkst ziemlich früh, dass ich hier darauf hinausschinden, eine Second Season zu machen, von vornherein. Leider. Und wie gesagt, du merkst einfach sehr, dass das Grundmaterial, das vom Ansatz her, was man bereits gesehen hat, sehr gut ist. Allein schon wie sadistisch Subarus Charakter durch die Gegend geschliffen wird. Mehr oder weniger. Mit den vielen Malen, wie er drauf geht, zum Beispiel. Hast du am Ende gemerkt, dass es immer weichgewaschener wird? Immer weniger wirklich. Die Konsequenz der ganzen Geschichte ist einfach viel zu. Weggedriftet. Also das ist so quasi, oh, und der Save Point fällt genau auf einen idealen Zeitpunkt, nicht so wie beim anderen Mal, wo er erst nach dem Streit mit Emilia wieder einen Save Punkt hat, wo er zurückspringen kann, zum Beispiel. Also dass er den Streit auch nicht mehr gut, gewisse Sachen nicht mehr gut machen kann, egal ob er will oder nicht. Das fand ich auch gut. Ja, aber das fällt dann nach und nach immer weiter weg, wie gesagt. Und es wird einfach zu einfach. Es wird einfach zu schnell und zu simpel. Einfach, wenn man so merkt, ja, wir müssen zum Schluss kommen. Wir müssen weg. Wir müssen weiter. Okay, wir haben ja keine Zeit. Mehr oder weniger. Und du merkst aber, dass sie gegen Ende viel zu sehr gerusht haben. Vor allem, wie gesagt, du hast so viele Sachen. Ja, eben weil es nicht weißt, okay, kommt das jetzt wieder irgendwann nochmal zur Aussprache, was schon einmal war, oder ist das wirklich Ja. Sense komplett? Weil zum Nee, Beispiel. weil, schau her, was war der ganze Punkt jetzt zum Beispiel, dass Diebesmädchen Felton zum Beispiel in diese ganze Auswahlgeschichte mit reingezogen wird? Ebenfalls, dass da auch Reinhard mit du merkst einfach, dass hier wahrscheinlich in der Light Novel mehr Material da ist, dass das Ganze ein bisschen miteinander verwebt, ein bisschen mehr. Aber halt eben, das sind einfach so Sachen, die passieren und dann werden es, das ist so quasi, da ist sie! Jetzt ist sie weg. Und jetzt ist sie weg, ja, wörtlich. Und, okay, spielt das noch irgendwann mal eine Rolle?
warum warst du denn überhaupt da? Weil ich habe gedacht, ihr wollt die gerade, weil sie gerade so schön quasi, hey, passt auf, ich hasse das ganze Land und ich hasse jeden einzelnen von euch. Hey, wenn ich auf den Thron komme, fuck ich die ganze Geschichte ab, wie den Christbaum am Sankt-Nikolaus-Tag. Dann sage ich, hey, Mädel, hey, meine Stimme hast du. Ich gesagt, yay, hey, so ein politischer Anspruch wünsche ich mir bei uns hier mal. Dann war es wirklich wieder interessant. Da kommen wir jetzt bitte nicht hin. Nein, eh nicht. Pfui. Na, und wie gesagt, während die Serie läuft, und das ist bei einigen Serien so, du siehst am Anfang nicht die Löcher. Und je länger dann die Serie läuft, umso mehr klaffen dann diese Spalten auf und auf einmal siehst du, wohin sollte uns dieser Pfad ins Nirgendwo führen? Ah, nirgendwohin. Und die ganzen Sachen, es macht ja durchaus Sinn, da ja die ganzen Geschichten immer wieder neu aufgerollt werden. Aber halt eben, das heißt ja nicht, dass sie vom Tisch sind. Nur weil sie wieder auf Null zurückgespult werden, zumindest bis hier gebracht wird. Außerdem kannst du dir sicher sein, dass irgendwo, zumindest in der Leitnovel, mal vorkommt, dass Subaru wieder ganz am Anfang der ganzen Geschichte steht. Das ist fast unausschließbar, so wie die ganze Story jetzt momentan dargeboten hat, bis zum Schluss. Zumindest bis auf die letzten 5 Episoden jetzt ungefähr. Also ab Episode 20 hat es dann angefangen, irgendwie so quasi so richtig schön mau zu werden. Weil, sobald er mal die Leute dazu gebracht hat, dass sie ihn auf diesen Feldzug gegen diesen weißen Wal. Auch ebenfalls, einer von diesen Dingen, was hat das ganze MO zum Beispiel, das Modus Operandi, für diese 7 Todsünden zu tun? Weil der Wal ist ja deklariert sich quasi als Gier. Diese Selfish Witch zum Beispiel ist ja wie war es glaube ich, selbstsüchtig, nicht? Der Anführer der Selbstsucht zum Beispiel, so eine Richtung, was das war, dann eben der Anführer der Hexensekte da kommen, Hexenkultsekte zum Beispiel, ist ja Faulheit. Subaru wird offiziell deklariert als Stolz. Mhm. Und sage ich so, ja, okay, wohin soll uns das führen? Was für. Du siehst Konzepte, du siehst Strukturen. Du siehst viel, ja, aber du weißt nicht, wohin das Ganze eben kollidieren wird und wann das alles in der Nähe ist. Nein, nicht einmal das. Du siehst zu mehr, du siehst in ferner Horizont irgendeine Silhouette und denkst da, ich kenne das. Was ist das? Und wenn du hingehst, ist es weg. Und denkst du, wozu habe ich denn überhaupt gesehen? Es sind so viele Punkte drin, wo man entweder ist es bereits in der Leitnovel so, dass mehr oder weniger nur Fadenscheinigkeiten sind. Also wirklich nur Sachen, die aufgebracht werden, um irgendwie Material vorzutäuschen. So mehr oder weniger, hier ist was Größeres am Werk, als eigentlich da ist. So mehr oder weniger den Leser am Interesse an einer kurzen Leine zu halten. Oder halt eben, dass es im Anime so ist, dass sie eben das Ganze rausgeschnitten haben oder dem ist eben eklig der Bügelfaltenmaschine untergelaufen ist, dass sie eben das Ganze wirklich glatt machen mussten in dem Bereich. Und dass das Ganze zur Seite gefallen ist. Weil an irgendeinem Punkt musste man diese ganzen Sachen, aber die Sachen werden aufgebracht. Vielleicht geht es einfach um diese alternativen Enden. Ja, was ja, da, eben, wenn er das und das macht. Ja, aber was hat das ändert nicht an der Tatsache, dass diese Sachen da sind. Diese Sachen bleiben ja. Plus mehrere Sachen. Ja, anderes Punkt zum Beispiel. Jetzt fangen wir mit dem Plot mit den ganzen Handlungslöchern an. In ein paar Episoden vorher, bevor der letzte Episode, wurde ja aufgebracht, dass wenn man zum Beispiel diese Bibel, dieser Typ mit sich rumschleppt, okay, ansieht oder anfasst, automatisch ein Mitglied der Hexensekte ist. Ja. Und dass man das anscheinend, dass derjenige Punkt ist, an dem sich dann eben dieser Typ mit seinen Fingernagelbeißaktionen sich auf andere Leute kopieren kann, nur halt eben innerhalb von den Gruppenmitgliedern seiner Sekte. Okay? Mhm. In der letzten Episode hat Subaru dieses Buch nicht in der Hand gehabt, bis zu dem Punkt, als er bereits besessen war und ihm wieder los wurde. Also wann genau ist der Punkt passiert, an dem er besessen wurde? Oder zumindest, wo er diesen Vertrag mehr oder weniger abgeschlossen hat, dass er überhaupt besessen werden kann? Ebenfalls, in dieser Zeitspanne.
Ja, ich hatte erstmal, ist es nicht passiert? Also, wieso? Außer halt eben, dass dieser Vertrag über das Ganze, was auch vorher schon von anderen aufgebracht wurde in Bezug auf Beatrice zum Beispiel, dass sie sich anscheinend auch an bestimmte Sachen aus verschiedenen Zeitschleifen erinnert. Wiederum eine von diesen Sachen, wo man sagt, okay, anscheinend sind diese Zeitwiederholungen nicht alle identisch. Also Sachen passieren anders, als sie beim ersten Mal passiert, oder beim zweiten Mal, oder beim dritten Mal passiert sind. Weil zum Beispiel einmal der Hausherr von dem Anwesen zum Beispiel, wo Emilia lebt, zum Beispiel einmal auf einmal witzigerweise unerwartet von da verschwindet und auf irgendeine Geschäftsreise geht. Was vorher nicht passiert, was sogar wirklich darauf hingewiesen wird, dass es nicht passiert ist zuerst. Und dann also, es sind so viele Sachen zum Beispiel, plus ebenfalls letzte Episode, weil wirklich eine Menge von diesen Löchern tauchen erst jetzt in der letzten Episode auf zum Beispiel. Wieso ist auf einmal Subaru in der Lage, okay, abgesehen davon, dass er sich nahe an den Selbstmord bringen kann, wenn er Leuten versucht zu verraten, dass er von den Toten zurückkommen kann. Warum ist auf einmal eben dieser Bischof-Typ auf einmal in diesem Nebel mit der Hexe auf einmal? Weil er in Subarus Körper ist? Warum hat er Subaru beim letzten Mal nicht gemacht? Okay, vielleicht hat er keine Zeit gehabt, gebe ich offen zu. Hast auch Nur nicht dran gedacht? trotzdem, es wurde. Wieso? Wieso kann er auf einmal diese Hexe sehen? Was genau ist die Verbindung hier? Wird auch nie erklärt oder aufgebracht oder in irgendeiner Form auch nur beschrieben, weil sie erklären zwar eine Episode zuvor, dass es möglich ist, was der Erzbischof macht. Eine vergessene Art von Magie ist oder eine vergessene Technik ist und die bestimmte Richtlinien und Grenzen hat. Es wird auch nie genau definiert, was diese Grenzen sind. Es wird nur erklärt, okay, es kann nur eine bestimmte Anzahl von Kopien von ihm geben und auch nur, wenn bestimmte Voraussetzungen gelten. Witzigerweise, wie gesagt, Subaru hat keine von diesen Voraussetzungen in dieser Zeitschleife dieses Mal erfüllt. Warum konnte er ihn dann doch besetzen? Das ergibt keinen Sinn. Ebenfalls haben sie aufgebracht, dass anscheinend es nicht die Anzahl der Finger ist, die definiert, wie viele Leute er besetzen kann. Plus, anscheinend ist ihnen ja auch noch jemand entkommen, der weil die diese komischen Rotensteine? Steine, die das Dorf umgeben ja normalerweise und vor Dämonen schützen sollen, normalerweise auf einmal in einem Planwagen ist. Ebenfalls einer von den Situationen, was komisch ist. Wiederum als Seltsamkeit ist ja auch, warum sie Otto zum Beispiel, diese ganze Hexenkult zum Beispiel, warum haben sie Otto gefangen? Und die haben vorher nie wirklich gefangen gemacht, außer Subaru, da muss aber auch nur aus bestimmten Gründen, weil sie ihn für ermittelt gehalten haben. Otto war niemals in der Position. Der war einfach nur einer, was mit der Karawane mitgefahren ist. Warum ist der in Gefangenschaft gewesen? Hätten sie eins zu eins umgebracht normalerweise. Es gibt so viele Sachen, was aber das macht irgendwie im genauer, wenn man wirklich genau hinschaut, ist einfach nur quasi A und B. Wenn A keinen Sinn macht, warum soll B einen Sinn machen? Es fallen Das so stimmt. viele Kleinigkeiten und je länger man darüber nachdenkt, und das sind diese gerade am Anfang fallen dir die größeren groben Flecken auf. Und sobald du diese großen Flächen siehst oder diese groben Löcher, auf einmal siehst du die ganzen feinporigeren Sachen und auf einmal fängt eine Ecke nach der anderen zu krümeln an. Und das ganze Konstrukt wirkt einfach so, als wäre es wirklich schnell und ohne irgendeinen Rücksicht auf Verlust zusammengeklatscht. Und je länger es lief, umso instabiler wurde es. Hast du, dass die Serie deswegen schlecht ist? Nein. Nur halt einfach, du merkst, dass bei weitem nicht so viel Aufwand oder so viel Arbeit reingesteckt wurde, wie das einige von der ganzen Sache behaupten. Würde ich einmal sagen. Und es ist bei weitem nicht so störend wie in anderen. Es gibt wesentlich schlimmere. Man denkt nur so Sachen wie zum Beispiel Pumpkin Sisters. Eine Serie, die wahrscheinlich von den meisten von euch nicht einmal gesehen oder gehört hat, wahrscheinlich. Die es wirklich schafft, in den letzten 2 Minuten die Serie mehr oder weniger in den Orbit zu schießen. Yay! Sequel-Baiting, neue Charaktere aufbringen, diese Charaktere komplett dämlich darstellen und das genau 2 Minuten vor Schluss der Serie. What the heck? Okay. Ja, strange. Und das ist bei weitem nicht so ein Clusterfuck hier zum Beispiel. Aber wie gesagt, trotzdem,
abgesehen davon, dass du definitiv sehen kannst, dass sie hier darauf aus sind, mehr Material rauszuhauen oder halt eben mehr oder weniger eine überlange Werbeaktion für die Light Novel zu machen, in dem Sinn. Weil sie quasi, oh, du willst mehr wissen, dann wirst du die Light Novel lesen müssen. So in der Richtung, so wie früher die ganzen Animes in den 90ern gemacht worden sind, die spontan aufgehört haben. Also, genauso wie damals Angel Sanctuary entstanden ist. Also, warum ist da nicht mehr gekommen? Das Ding sollte nur dafür da sein, dass die Leute den Manga lesen. Und jetzt, ich bei Candidate of Four Goddess gehabt. Ja, aber da hat es andere Gründe. Da war einfach nur, denen ist das Geld ausgegangen. Ja, und der Manga war aus. Also im Großen und Ganzen, sagen wir es mal so, es ist kein Flop, so wie es einige darstellen, okay? Es ist Flop ist es nicht, es hat nur einfach zu viele Fragen offen. Ja, aber... Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber allein in der ersten, zweiten Folge stellt die Emilia sich eigentlich als Sattler dar. Das ist auch so. Das erklären sie aber in ein paar Episoden später. Das findet Subaru sogar selbst raus. Ja! Es ist so viel. Ja, nee, es ist einfach, weil Leute keine... Lange her. Nee, länger laufende Serie sind die meisten Leute nicht mehr gewohnt. Der einzige Grund, warum sie sich selbst so bezeichnet hat in Bezug auf Subaru, ist, weil sie von ihm so verblüfft war am Anfang, dass er mit ihr so natürlich umgeht, weil alle anderen, ja, da sie eine Halbelfe ist, mehr oder weniger auf sie ein bisschen negativ reagieren, eben wegen diesem ganzen Drumherum mit dem negativ behafteten... Selfish-Witch-Syndrom, mehr oder weniger, kann ich sagen. Und sie hat sich deswegen ihm so vorgestellt, weil sie mehr oder weniger sich selbst so gesehen hat am Anfang. So quasi als selbstironischer Alias, kann man fast nennen, okay? Ja. Trollname! Okay? Ja, Twitter-Verarschung! In der Richtung. Ich hab schon vorher verstanden. Ja, nee, ich reg mich nur gerade selber mich auf, dass ich das schon wieder vergessen habe. Es ist so, ich könnte mich gerade in mein Face punchen. Nee, so, ist ein Ding, warte. Ab und zu merkt man halt eben, wenn es lustig ist. Aber wie gesagt, wiederum, und auch die ganze Geschichte zwischen Ram und Rem zum Beispiel. Du hast nie wirklich einen Insight gekriegt, was genau zum Beispiel eben der. Hauschef zum Beispiel, der sich ja meistens nur im Ram kümmert, wegen ihren abgehackten Horn zum Beispiel, weil er einen Dialog hat, so quasi, er muss sich gegen diesen Drachen stellen, so. Und dann hat er, okay, und es wird mehrfach aufgebracht, zwar, ebenfalls auch wegen, in Bezug auf die Bestimmung des nächsten Thronbesetzers und so weiter. Aber du bekommst auch nur so eine läppische Wurstscheibe von der ganzen Sache hingeworfen, da hast du. Und du bekommst keine richtigen was ist damit? Das sind alles so Sachen, die passieren. Und du bekommst keinerlei kein Kontext dazu. Du hast keine Erklärung. Du hast, wie fügt sich das in den Rest der ganzen Geschichte ein? Was hat das zu bedeuten? Was hat das für einen Sinn? Es sind alles, wie gesagt, immer noch. Es sind zu viele lose Enden. Es sind nicht unbedingt Fragen. Weil, wenn eine Serie Fragen offen lässt, dann heißt das ja automatisch, also, dass da mehr für die Story übrig bleibt. Hier sind es aber so, dass sie gar keine Fragen offen lassen, sondern einfach nur lose Handlungen darstellen. Und dann sagen, okay, was war das? Dass du die Fragen als Zuschauer stellst, weil du sagst, yo, what the fuck, man? Was war das jetzt gerade? Und was hast du mir eine Antwort gegeben, auf die ich eigentlich noch gar nicht weiß, wie sie überhaupt entsteht? Nee, was? Was? Okay, nein, falsch ausgedrückt. Wieso haust du mir das Stückerl hin? Wenn du es eben auch wirklich nicht weiter bearbeitest. Das ist eben Chekhov. Das ist Chekhovs Gun. Das ist dieser Filmbegriff, ja, den die meisten. Wie du gesagt hast, ja. Ja. Du wirst darauf hingewiesen, es wird dir gezeigt, du wirst darauf hingewiesen, weil sie reden ja drüber, sie erklären, sie machen ja Andeutungen, dass hier was ist. Was bedeutet das? What the fuck willst du von mir? Und dann taucht es nie wieder auf. Und das ist Chekhovs Gun leider. Und die Serie ist voll mit solchen Sachen, wie gesagt. Du, was sollte das? Wohin führt das? Und
am meisten und am leichtesten kann man sich in der Serie damit rausreden, so wie, ja, spielt ja keine Rolle, weil er ja andauernd seine Zeitschleife immer wieder resettet und dann spielt es ja für ihn selbst keine Rolle. So, ja, aber du bekommst es ja als Zuschauer gezeigt. Sachen, die Subaru als solches ja gar nicht sehen kann, weil nicht er anwesend ist. Als Zuschauerproxy, also als Charakter, der als mehr oder weniger Zwischenlink zwischen Serie und Zuschauer gilt, dass quasi er derjenige ist, dem was erklärt werden muss, damit es der Zuschauer weiß. Trotzdem passieren Sachen, wo er nicht anwesend ist, die nur der Zuschauer bekommt. Also für ihn als Hauptcharakter keinerlei Rolle spielt. Und es führt zu nichts. Das heißt einfach nur, dass du als Zuschauer mehr oder weniger verarscht wirst. Leider. Und das sind diese Punkte, die mir immer so ein bisschen am Fell nagen. Leider. Und ich glaub, ja, wie du sagst, was macht man jetzt damit? Nichts, das ist es ja gerade. Genau das ist, was dich ja aufregt. Genau. Genau. Und das ärgert mich, weil das sind einfach so viele Punkte, weil ich hab zwar gerne Fragen und Sachen, wo ich sagen kann, oh, hier habe ich genug Informationen als Zuschauer, weil das hat ein Anime ist früher besonders gut drauf, dass du als Zuschauer, besonders bei Filmen zum Beispiel, Ghibli konnte das super. Also Miyazaki besonders in dem Sinn. Dir genug Informationen geben, dass er dir nicht die ganze Story erzählen muss. Serien konnten das auch, kurze wie lange Serien. Also quasi, okay, an diesem Punkt hören wir auf, aber du als Zuschauer hast genug Informationen, dass du die Punkte, an denen bestimmte Sachen stehen geblieben sind, dir weiterdenken konntest. Also quasi A führt zu B, führt zu C, führt zu... Und dann ist dein Verstand gefragt, dass du die Verbindungen weiterführst bis zu einem interessanten Punkt, den du für dich selbst... Also quasi jeder konnte, sie quasi sucht dir ein eigenes Adventure aus. Mit den Informationen, die du gesehen hast oder nicht gesehen hast. Je aufmerksamer du bist, umso mehr du darüber nachdenkst, umso mehr Bilder für dich selbst erfindest du selbst mit. Sozusagen, dass du jeden irgendwie zufriedenstellen kannst, weil du niemanden ein Ende aufzwingst oder eine Situation, die er nicht haben will, zum Beispiel. Das war ein relativ schlaues System eigentlich, kann man sagen. Weil du hast genug Informationen, dass du es weißt. Du musst es aber nicht unbedingt so drehen, wie es die Leute vielleicht am Anfang gedacht haben. Aber hier hast du einfach nur, du hast nur lose Enden über lose Enden über lose Enden, wo du einfach immer nur fragst, was soll das eigentlich? Und das sind keine Informationen in dem Sinn, die dich dazu führen könnten, dass du eine größere, schlüssigere Lösung für dich erlebst, sondern einfach nur weitere Fragen aufwirft, die dich mehr oder weniger frustrieren. Und das sieht man wahrscheinlich jetzt dann auch wahrscheinlich in der nächsten Zeit im Internet auch, dass das Leute wahrscheinlich mehr frustrieren wird, weil sie andauernd noch mehr, weil das, was einer war, die lustigsten Sachen bei uns in der Serie, weil man so quasi, wie wird es dann weitergehen? Was wissen wir bis jetzt? Gibt es irgendwelche logischen Schlüsse, was jetzt dann passieren könnte? Und man wurde immer abgeworfen, weil immer was Neues passiert ist. Etwas Unerwartetes passiert ist. Ja, obwohl man es eigentlich sich anders gedacht hatte, passiert etwas anderes. Wiederum, und genauso ist auch noch wieder größere Löcher oder größere Handlungs- Ecken aufgeworfen. Das hat keinen Sinn. Es macht von Episode zu Episode Sinn, aber wenn du drei Episoden zurückgehst, macht das wieder keinen Sinn. Und das ist eine frustrierende Geschichte. Beschreibst es eigentlich super. Machen wir mal so, was Animes angeht, lernt man mit der Zeit irgendwie mitzudenken, zumindest bei den Eltern. Also bei neueren Sachen ist es ja nicht mehr so gängig, dass man über den Horizont der Serie hinausgeht. Das ist das nächste Problem, was die meiste jüngere Generation hat. Animes waren immer so gestrickt, früher zumindest, dass du bekommst was und wie gesagt, du bekommst genug Informationen, dass du das Bild größer machen kannst in deinem Kopf, als du es eigentlich gezeigt bekommst. So quasi die Enden rundherum um das Bild sind frei, dass du deine eigenen Stücke hinzufügen kannst. Und dann kannst du mit den Fan-Theorien zum Beispiel anfangen. Einige davon sind relevant, einige irrelevant, einige sind schlüssig, einige unschlüssig. Aber jeder kann sich sein eigenes Bild für sich fertig schicken zum Beispiel.
Ich, wie gesagt, das ist über die Jahre verloren, weil sich niemand mehr die Arbeit antun will, so historisch zu schreiben. Wie gesagt, und vor allem Buch- und Light Novel-Adaptionen sind nicht so gestrickt, dass das funktionieren würde, weil die sind darauf ausgelegt, eine Story zu erzählen, die von A nach B nach C nach D führt, ohne irgendwie noch links und rechts auszuscheren, weil natürlich kannst du in einem Buch nicht sowas machen, dass du wirklich mehrere Enden pro Seite offen lässt. Das geht nicht. Du kannst das nicht gleich machen wie in einem Anime. Und deswegen ist die Frage, was ist hier genau passiert? Was haben sie hier angestellt? Das ist jetzt die größere Frage, finde ich, weil ob jetzt eine Second Season kommt oder nicht, ich glaube, verbessern werden sie es danach nicht mehr. Weil du hast jetzt schon zu viel Material, wo es Leute wahrscheinlich mehr ärgern wird als alles andere. Im Laufe der Zeit. Jetzt nicht, solange der Fanhype noch läuft, ist alles super, ist alles mega geil. Aber sobald dann mal das abgekühlt ist und Leute anfangen, ein bisschen wieder rational zu denken, wenn sie von ihrem Hai herunten sind, dann wird es meistens hässlich. Nämlich. Vor allem in der heutigen Zeit, wo alles sehr zynisch und sehr negativ betrachtet wird. Witziger ist von den Leuten, die alle andauernd von sich behaupten, dass sie alles sehr positiv sehen. Sehr strange ab und zu. Aber wie gesagt, hast du noch irgendwas Bestimmtes, Madame, was du noch einbringen möchtest oder sonst irgendwie? Stimmt das eigentlich nicht, nein. Ja, passt, dann werden wir jetzt. Ui, ja, wir haben, glaube ich, längst mehr als genug Material. Das werden wir dann so auch hochladen, ohne viel zu schneiden oder sonst irgendetwas. Auf jeden Fall, danke fürs Zuhören. Also, eigentlich habe ich gedacht, dass Madame Lillian mehr zu sagen hat, aber anscheinend rente ich da. Entschuldigung. Nee, wieso? Dafür rente ich hier rum. Da können die Leute den Hass auf mich projizieren. Oh! Du, ich gebe dir in ziemlich allen recht. Also, wenn sie Hass provozieren wollen, dann wenn auf uns beide, weil ich habe dir, glaube ich, so ziemlich immer recht gegeben und verstanden, was du meinst und es nachvollziehen können gerade. Also, du hast keinen Stuss oder so geredet, egal was sie sagen. Sagen wir es mal so, wenn du nicht mit Fragen leben kannst, dann fürchte die Antworten. Oder? Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde noch die kurz mal die Katze ein bisschen beschäftigen. Yep. Fliegt, Cracker, fliegt. Na, das ist weniger, aber es sind einfach Plastikkugeln in einem Luftdruckgewehr, Ach also. so. Yeah. Klingt nach Tierquälerei, aber die liebt das Zeug. Ich weiß auch nicht wieso. Die Man Jagd hört ist. keine Schüsse, also ist nichts. Es ist ein Luftdruck, es ist eine Luftdruckpistole, die ganz, ganz leicht Kugeln verschießt, also. Ach so. Es ist lächerlich, aber. Wenigstens hat die Katze Beschäftigung. Auf jeden Fall, in diesem Fall, danke, Madame, für das Dabeisein. Danke den Jo, bitte gern. Zuschauern, dass sie das durchgehalten haben und erlitten haben. Ah, wir werden es ganz einfach so hochladen und dann, ja, morgen, wenn alles gut läuft, dann Herbst-Season-Podcast wieder mal, ohne Plan. Jupp. Yeah. Ich hoffe, dass Das da muss wieder nicht. ein paar lustige Sachen dabei sein werden und wir noch ein paar Leute finden, die mitmachen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye. Oh, ja, 40 Minuten ist zu lang, dass der Kaffee kalt wird.